Leute, und was geht da draußen, meine Lieben? Aber erstmal herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video. Und zwar, ja, irgendwie habe ich es nicht geschafft, irgendwie meine letzte Folge hochzuladen, weil sie irgendwie bei 80% sich YouTube gedacht hat, nö, das lade ich jetzt nicht mal weiter hoch und kein Bock mehr. Also wird das Trading-Up-Contract nicht mehr hochgeladen und mein Case-Opening, also werde ich das euch kurz jetzt im Blitzdurchlauf sagen. Also ich habe rausbekommen aus dem Trade-Up-Contract eine Galil Field Tested AR-Eco. Sieht, finde ich, sehr, sehr geil aus. Sieht eher aus wie Minimal Wear oder sogar Factory New, weil sie halt nur richtig wenige Kratzer hat. Zum Beispiel hier ein bisschen ein paar Kratzer und hier am Lauf sehr, sehr wenig. Und auch, ich glaube, hier ein bisschen. Und ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr rausbekommen. Dann habe ich aus dem Huntsman Case eine Battle Scarred Eisel bekommen. Und Alter, what the fuck? Wie viele kommen denn bitte noch? Und dann noch. Moment kurz. Warte kurz. So, habe ich mich kurz gemutet mit Propin. Dann habe ich noch rausbekommen einen USPS Talk. In Factory New, sehr, sehr geil, finde ich. Kann ich mich nicht entscheiden zwischen der P2000 und der USPS, weil ich mit beiden relativ gut umgehen kann. Aber ich denke mal, ich switch wieder auf eine P2000. Und ich habe eine UMP45 Corporal rausbekommen. Sehr, sehr nice. Und ja, das war's so vom Update-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache jetzt im Blitzmarsch weiter mit dem Vorpools hier, weil ich habe erst 2 Videos gemacht von 7. Und ja, wie gesagt, immer noch Gold Nummer 1. Vielleicht heute sogar noch Gold Nummer 2 schaffen werde, werde ich euch natürlich sagen. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt geil und haut morgen wieder rein und ciao, ciao.